Nämlich habe ich hier den Herrn Heiko Kochios gewonnen, der ist Psychotherapeut eigentlich, aber beschäftigt sich schon praktisch sein ganzes Erwachsenenleben mit Philosophie und er wird uns deswegen einen sehr interessanten Vortrag über Karl Popper und den kritischen Rationalismus halten und ich freue mich schon mal darauf. Danke für die Einführung. Stimmt, ich bin tatsächlich Psychologe und Psychotherapeut. Habe das auch ganz ordentlich studiert und mache jetzt in meinem richtigen Leben sozusagen Jugendhilfe. Habe also mit Jungs zu tun, die meistens Jungs, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Das verbindet mich mit Karl Popper, aber dazu komme ich gleich. Ich fange einfach mal an. Zwar habe ich erstmal ein bisschen was über, dass man eine Idee kriegt, wann hat er überhaupt gelebt, was hat er so gemacht. Hat das ganze 20. Jahrhundert im Grunde fast erlebt, 1902 geboren, in Wien, als Sohn einer jüdischen Familie, aber die waren Christen, von daher eigentlich nicht so wichtig, dass die jetzt jüdischen Ursprung hatten, aber in der damaligen Zeit war das eben doch schon sehr wichtig. An seinem 12. Geburtstag ist der Erste Weltkrieg angezettelt worden, war also tatsächlich auch so ein Geburtstag. 18 war er dann zu Ende, da war er 16 und er hat erstmal eine Tischlerausbildung gemacht, weil er irgendwie was dagegen hatte, Berufsintellektueller zu werden. Hat dann aber gemerkt, dass es nicht für ihn ist, ist dann Lehrer geworden und hat dann keine Stelle gehabt und hat dann tatsächlich auch mit schwer erziehbaren Jungs gearbeitet, also so ähnlich wie ich das jetzt auch mache. In Wien. Dann hat er studiert, weiter bei einem Psychologen, Bühler hieß der, und hat nebenbei sich mit philosophischen Dingen beschäftigt. Ich habe das ja auch gemacht, ich habe auch Philosophie studiert und Popper war mein Einstieg in die Philosophie damals. Das war also mein intellektueller Held und daher erzähle ich gerne von ihm. Und er hat dann ganz nebenbei dieses Buch Logik der Forschung geschrieben. Da war er ja schon 32, also ein junger Mann, und ist dann aber ist damit auch bekannt geworden. Das hat ziemlich eingeschlagen, das Buch, viel diskutiert worden. Und dann ist er aber wegen der Nazis, wegen seiner jüdischen Herkunft, aus Österreich abgehauen nach Neuseeland. Und ist auch schon als Philosoph eingestellt worden. Dann an der Universität eine Dozentenstelle bekommen mit seiner Frau nach Neuseeland. Und nach dem Krieg 1946 ist er dann an die London School of Economics, eine sehr renommierte Schule, Friedrich August von Hayek, ein Nobelpreisträger für Ökonomie, hat ihn dorthin geholt und dort ist er dann geblieben sein Leben lang und ist dann auch gestorben. Ja, das ist ein bisschen sein Leben. Dann muss ich noch ein Ereignis aus seinem Leben berichten, da war er 17, 1919 ist das passiert, da war ja der Erste Weltkrieg zu Ende und wie Sie vielleicht wissen, war ja auch in Deutschland eine Revolution gewesen. Kaiser wurde fortgejagt, ist nach Holland abgehauen. Ich weiß gar nicht, was mit dem österreichischen Herrscher passiert ist. Aber das war damals eine sehr kommunistische Zeit, sehr viel Sozialismus. Die SPD war sehr stark und entsprechend gab es auch in Österreich Kämpfe darum, wie die zukünftige Staatsform aussehen würde. Und im Zusammenhang dieser ganzen Unruhen sind kommunistische Führer der Partei verhaftet worden und ins Gefängnis gesteckt worden. Und Popper ist damals eingetreten in die Kommunistische Partei Österreichs. Und dann gab es eine Demonstration, hunderten von Leuten. Und da sind dann eben Straßenschlachten entstanden. Und im Zusammenhang dieser Straßenschlachten hat die Polizei dann auf diese unbewaffneten Demonstranten geschossen. Und dort sind dann eben 8 junge Kommunisten und Sozialisten erschossen worden und natürlich etliche Hunderte verwundet worden. Und das war für den Popper eine sehr schlimme Erfahrung, zu sehen, dass so viel Gewalt entsteht wegen Ideen. Deswegen habe ich den Titel ja auch genommen. Und das Schlimmste für ihn war nicht nur, dass Kameraden gestorben waren, Leute, die er kannte, die in seiner Gruppe da waren, sondern dass eben dann der Führer der kommunistischen Gruppe gesagt hat, es wäre wichtig gewesen, diese Tode, die wären notwendig gewesen, damit die Revolution befördert wird. Und das ist ja das Wichtigste, dass jetzt die Revolution passiert, die kommunistische. Und das fand er sehr zynisch und menschenverachtend, was es auch ist, finde ich. Und
Ich glaube, dass das, also ich habe gehört von anderen, die das so einschätzen, dass das eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Wenn man seine Philosophie kennt, kann man auch verstehen, dass ihn das sehr bewegt hat und dass er versucht hat, dass solche Dinge weniger passieren, möglichst nicht passieren. Dass also Menschen durch Ideen sterben. Und das war auch ein Slogan, den er verwendet hat, dass man eben lieber Ideen sterben lassen sollte als Mensch. Ja, Popper hat sich dann vom Kommunismus abgewandt. Jetzt könnte man ein Argument konstruieren, das vielleicht Popper gedacht hat. Also so ähnliche Dinge habe ich bei ihm gelesen, aber das ist jetzt meine Vermutung, wie er vielleicht das für ihn vorgegangen ist. Nämlich, wenn Menschen für Ideen in den Tod geschickt werden von Kommunistenführern, als Beispiel, dann müssen sich diese Leute ja sehr sicher sein, dass das richtig ist, was sie da tun. Sonst würden sie das nicht tun. Weil denen ja, so denke ich, hat Popper gedacht, klar ist, was da auf dem Spiel steht, nämlich Menschenleben. Und die riskiert man doch nicht einfach so. Ich denke, das war so Poppers Idee. Und deswegen hat er dann daran gearbeitet, dass klar ist, dass Wissen eben niemals sicher ist. Jedenfalls nicht so sicher, dass man dafür Menschen sterben lassen kann. Das war so sein Gedankengang, glaube ich. Ich glaube, dass das ein Fehler war, aber es ist, ich glaube, gut aus psychologischer Sicht das zu verstehen, dass ihn das sehr beschäftigt hat. Und jemand hat ihn auch schon mal genannt, den Troll der Philosophie. Also er hat wirklich sehr vehement und penetrant und nachhaltig und nicht nachgebend immer daran gearbeitet, dass wenn Leute gesagt haben, hier gibt es eine Sicherheit, die ist unumstößlich, was er eben gezeigt hat. Es gibt Zweifel daran, es ist nicht sicher, nicht gewiss. Und das werde ich jetzt noch ausführen. Aber das ist sozusagen meine, als Psychologe eine interessante Beobachtung, wie ein tatsächliches Erlebnis, Ereignis eine intellektuelle Richtung auch beeinflusst hat. Gut, jetzt wollen wir aber nicht die psychologischen Dinge von Popper verfolgen, sondern den intellektuellen Weg, den er dann eingeschlagen hat und den er versucht hat zu verteidigen. Und das ist eben ein erkenntnistheoretischer Weg. Dazu müssen wir jetzt erstmal uns der Erkenntnistheorie nähern. Da habe ich jetzt eine kleine Aufgabe, nämlich als ich hier reingegangen bin, habe ich gedacht, ich sehe ein Auto, aber es ist ja eine Fußgängerzone. Aber bei Google Maps sah es so aus, als würden da Autos stehen. Deswegen stellen wir uns jetzt mal einen Ford Fiesta vor, der da gestanden hätte. Und ich frage jetzt mal, woher, also aus, dieses Auto, wenn man das so betrachtet, könnte ja auch aus Plastik gewesen sein. Metall so, diesen Lack so anschaue, der schimmert so ein bisschen, könnte auch Plastik drunter sein. Also ist das aus Metall oder aus Plastik, dieses Auto? Was meinst du? Ja, das ist aus Metall. Oder? Wieso? Ja, einmal weiß ich, dass es so ist und zum anderen zeigt ja auch die Erfahrung, dass die meisten Autos doch immer noch aus Metall sind. Genau, also das ist erstmal, hätte ich genau die richtige Antwort. Erstmal weiß man ja, Autos sind aus Metall, klar. Ne? Es gibt natürlich Ausnahmen, aber Ford Fiesta, der ist aus Metall. So, jetzt kann man aber sagen, ja, können wir jetzt denn ganz sicher sein? Das ist ja wieder Poppers Frage, wie sicher ist dieses Wissen? Das ist erstmal Alltagswissen, das funktioniert, das reicht uns auch, aber wenn man jetzt höhere Ansprüche stellt an die Sicherheit dieses Wissens, wie kriegt man das dann raus? Ja? Ich glaube schon, dass es Teile an Autos gibt, teilweise so vorne dran, unten, die aus Kunststoff sind. Okay. Also ich könnte jetzt das wirklich sprechen machen, wenn ich einen weichen Aufklapp, dann würde ich wahrscheinlich hören, ob es Plastik ist oder nicht. Okay. Ja, das wäre eine Idee. Also ich meinte natürlich die Karosserie, also das was sonst normalerweise aus Metall ist. Ne? Die Anbauteile zählen jetzt mal nicht mit. Okay, das wäre eine Idee. Man klopft dran. Was gibt es noch für Ideen? Kriegt man das raus, ob das Auto jetzt wirklich aus Plastik oder aus Metall ist? Was könnte man noch machen? Und es geht mir jetzt gar nicht darum, ob die Antwort richtig oder falsch ist, sondern zu gucken, welche Erkenntnistheorie steckt dahinter. Das sage ich gleich nochmal. Ja. Also gut, wenn man jetzt weiter das sich angucken würde, vielleicht ob das irgendwie auch Magnetismus reagiert oder auch stromleitend oder irgendeine Geschichte von Eigenschaften, Metall, ob das dazu trifft oder nicht. Mhm. Weil erstmal wird es auch klopfen, aber vielleicht gibt es da einen neuen Kunststoff, der entwickelt wurde, der hat metallähnliche Eigenschaften oder so, keine Ahnung, ne? Und vielleicht ist das dann schon wieder falsch. Ja. Okay, ja, aber es ist noch ein weiteres Experiment. Also das ist ja jetzt die Idee, wenn ich Erkenntnistheorie dahinter mal aufdecke, nachschauen. Man prüft es nach. Man geht zu dem Werkstoff hin und prüft ihn ab und hat eine bestimmte Vorstellung davon, wie eben Metall reagiert und wie Plastik reagiert. Das ist unterschiedlich und dann kann man das irgendwann entscheiden. So. Gibt es noch andere Ideen? Wie kann man das noch sonst feststellen? Anstecken, gucken, was Feuer, ja. Wäre eine Möglichkeit. Das wäre aber auch dieselbe Erkenntnistheorie. Nämlich, wir schauen nach, wir prüfen das irgendwie. Noch eine Idee? Den Hersteller fragen,
den Hersteller fragen. Den Hersteller, das ist jetzt eine andere Art. Das ist nicht nachschauen, sondern das ist genau eine Autorität fragen. Das wäre jetzt eine andere Erkenntnistheorie. Wir finden sicheres Wissen raus, indem wir den Urheber fragen. Das wäre sowas, könnte man ein bisschen vermuten, wie vielleicht eine theologische Argumentation. Wir fragen den Urheber der ganzen Geschichte, Gott, und der erzählt uns das, weil wir das fühlen. Ja, das, so wird ja argumentiert. Das ist eine andere Erkenntnistheorie. Das ist Erkenntnis gewinnen wir durch Befragung von Autoritäten. Was gibt es noch was? Reicht auch. Das sind die beiden Dinge, die Hauptdinger. Aber was ich jetzt noch deutlich machen will, dass das Normale, was uns nahe liegt, ist, wir prüfen nach, wir gucken nach. Und das ist auch völlig normal und sinnvoll, weil wenn wir etwas über die Welt erfahren wollen, dann müssen wir die Welt befragen. Ja. Also mir ist jetzt gerade noch eingefallen, den Hersteller zu befragen. Ne? Also ich finde, glaube ich, vielleicht ist das nicht sicher, dass man eine ehrliche, echte Antwort bekommt. Da kann ich mich nicht drauf verlassen. Ne? Ja. Also erstmal ist es vielleicht eine Fälschung, die in der Türkei der Schiene entstanden ist und gar nicht. Marco, das ist halt nicht so, ne? Und die sagen dann vielleicht sowieso, ja, das ist schon ein Sackqualität, das ist schon Schall oder so. Ne? Und ich sage, das kann doch gar nicht sein, wo ich fühle das, aber die sagen, das ist so. Ne? Und von daher, das hilft eigentlich auch nicht. Ja, also das ist die Frage, wie verlässlich das ist. Das würde ich auch so sehen, würde ich teilen, weil ich habe mir auch das überlegt, man könnte ja sagen, es gibt eine Wette zwischen reichen Leuten, die haben gesagt, wir wetten um eine Milliarde, eine Million. Oder eine Milliarde natürlich, damit es sich richtig lohnt. Und die Wette geht darum, ob man rausfindet, dass Autos mit Metaverse möglich ist. Und damit man den Wettgegner in die Irre führt, hat man ein Modell gebaut, das so aussieht wie ein normaler Fiesta, das alle Anbauteile so hat, aber es ist tatsächlich aus Plastik. Möglichst hartes und schweres Plastik, sodass man es dann wirklich nicht einfach merkt. In so einem Fall könnte ja sein, ist jetzt nicht völlig verrückt, in so einem Fall muss man tatsächlich nachprüfen. Also anzünden oder draufklopfen oder Magnet oder Röntgenstrahlen oder was auch immer. Ne? Da muss man nachprüfen. Dann kann man so entscheiden, weil aus irgendeinem Werkstoff muss es ja sein. Ne? Aber man muss wirklich hingehen und nachprüfen, das ist sozusagen die Erkenntnistheorie, die wir am sichersten finden. Und das finde ich auch erstmal völlig legitim. Jetzt wartet, was Popper sagt, aber das kommt später. Also, das ist jetzt nochmal hier die Folie zum Empirismus. Das nennt sich in der Philosophie Empirismus. Das heißt, das ist die Idee, sicheres Wissen kommt nur aus der Beobachtung und nicht aus irgendwas anderem. Hersteller fragen, Bücher befragen, ist nicht so richtig. Ne? Kann man erstmal Alltagswissen befragen, auch nicht wirklich sicher. Man muss schon wirklich nachgucken. Macht auch Sinn, ne? Finde ich. Google. Ja, genau, Google. Wir fragen Google. Google weiß alles. Ja. Ja, und dann ist ja die Frage, wie entstehen Naturgesetze? Naturgesetze sind ja so das Herzstück von wissenschaftlichem Wissen. Und da ist eben die Idee, wir beobachten immer wieder Regelmäßigkeiten, der Billardkö und der Ball und da ist irgendwie ein Stoß und dann bewegt sich der, also das ist irgendwie, das ist immer so. Man hat diese Regelmäßigkeit, die beobachtet man, dann bildet sich in unserem Kopf eine Regelmäßigkeit, wir formulieren die und das ist dann das Naturgesetz. So ist die Idee der Empiristen, wie Naturgesetze entstehen. Und das kommt uns total normal vor, aber es war eben in der Laufe der Menschheitsgeschichte, der Ideengeschichte, war das nicht immer normal, weil wir so frei und beherzt über diese Dinge diskutieren können. Dafür sind Leute gestorben. Es gab nämlich früher eine Herrschaft der Kirche über die Gesellschaft und da war die eben diese Theologie, diese Erkenntnistheorie, die ich schon angedeutet habe, wir wissen einfach bestimmte Dinge, nämlich dass es Gott gibt, Gott ist das Absolute und er hat uns geschaffen, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen und wenn das erstmal alles so wahr ist, dann folgt daraus auch, wir müssen im Mittelpunkt des Universums sein, es folgt daraus auch, dass die Himmelskörper sich um uns drehen müssen und nicht wir um die und die müssen sich in perfekten Bahnen am Himmel bewegen. Und das sind Kreisbahnen und deswegen hat man dann das sogenannte geozentrische Weltbild. Das hat lange gegolten in Europa und es gab dann aber immer wieder irgendwelche frechen Leute, die gesagt haben, kann ja sein, aber wir gucken doch nach. Und die haben dann den Himmel beobachtet und haben festgestellt, irgendwie haut das alles nicht hin. Und ich meine, das war beim Kepler so, der Johannes Kepler, der hat ja beschrieben, dass die Planeten in Ellipsenbahnen um die Sonne laufen. Der hat das rausgefunden und hat gesagt, ich bin doch nicht blöd und veröffentliche das. Ich warte, bis ich tot bin. Und hat das nach seinem Tod veröffentlichen lassen, weil er eben wusste,
Das ist eine lebensgefährliche Geschichte, diese Ideen einer anderen Erkenntnistheorie in Frage zu stellen. Was ich damit sagen will, ist. Auch. Beide. Auch. Ja, ja, ja. Kopernikus? Ja. Der Kopernikus war ja auch Astrologe nebenbei, Brotjob. Und also er hätte sich sicher eine Leistung von sowas. Aber die waren ja praktisch Zeitgenossen, die waren. Ach, ich glaube, Lehrer, glaube ich, oder? Der musste wieder rufen, oder? Genau, der hat wieder rufen. Aber ich will ja nur grundsätzlich, die Beispiele weiß ich jetzt nicht genau, das habe ich nicht im Kopf, aber das Prinzip ist klar, das war eine echte Schlacht. Da ging es nicht um Wissen und wie finden wir jetzt Wissen raus, sondern das ging um Macht. Ja, da war klar, wir haben ja die Macht und wir haben hier über den Posten zu verlieren, wenn wir hinzugeben, dass das nur von so einem Buch kommt. Die haben ja sicherlich auch selber dran geglaubt. Aber es war halt ziemlich gefährlich und es war ein Kampf zu sagen, nee, wir schauen nach. So, genau, das wollte ich jetzt mal deutlich machen. Was machen wir jetzt? Genau. Aber diese frechen Nachschauer, Empiristen, ist auch immer so gewesen, es gab immer erst die Leute, die haben es einfach gemacht und dann gab es irgendwelche Philosophen, die haben gesagt, was machen die da eigentlich? Ach so, ja, die schauen nach, das ist Empirismus. Also erst gab es Wissenschaftler, die einfach geguckt haben, wie ist das mit dem Himmel? Und wieso ist das anders? Und wie bewegt sich der? Und wie funktioniert das mit diesem geozentrischen Weltbild? Das haut alles nicht hin. Also sie haben sich einfach gedacht, wir wollten das rausfinden, wie das geht. Das waren die Nachschauer, die Wissenschaftler. Und dann gab es irgendwann die Philosophen, die gesagt haben, das ist Empirismus, weil ihr guckt nach. Und das ist anders, als was die Theologen machen, die lesen ein Buch und die wissen, haben irgendwelche Gewissheiten, aus denen sie andere Sachen ableiten. Ja, und die Naturwissenschaft, also diese Nachschauer, die haben, das hat sich in der Physik eben immer weiterentwickelt. Und irgendwann gab es dann den Isaac Newton, der hat das Buch geschrieben, Principia Mathematica, der Titel ist noch länger, 1687, also schon 330 Jahre her. Und das war eine sehr gute physikalische Theorie, also Mechanik, ging um die Mechanik, in der auch die das Gravitationsgesetz drin ist. Und das war der Stolz der Naturwissenschaften. Das war sicheres Wissen, das war verlässliches Wissen und es ist auch wirklich sehr richtig, was da drin steht, weil, hatte ich ja schon im letzten Vortrag gesagt, man kann mit der Newtonschen Mechanik zum Mond fliegen. Die ist so genau, dass sie in den kleinen Geschwindigkeiten die Menschen erreichen können, so ein paar tausend Kilometer in der Stunde ist irgendwie gar nichts, dass sie eigentlich zutrifft und man kann damit die Berechnungen für die Raketenflüge zum Mond durchführen, ohne dass da große Fehler entstehen, ein paar Zentimeter oder so. Ist aber eigentlich falsch, weil die richtige Physik ist die Einsteinsche Relativitätstheorie. Die weicht aber nur ab, wenn die Geschwindigkeiten relativ groß werden, also wenn sie nahe Lichtgeschwindigkeiten werden. Trotzdem ist das für Popper auch ein sehr schütterndes, bewegendes Erlebnis gewesen, eine Theorie zu erleben, die 52 Jahre oder 82 Jahre lang, als er die kennengelernt hat, funktioniert hat, die unwiderlegbar, die fehlerlos alles vorhergesagt hat, im Großen und im Kleinen. Und dann rauskam, 1900 irgendwas war es, glaube ich, was der Albert Einstein rauskam mit seiner Relativitätstheorie, dass es falsch, eine falsche Theorie war. Dass die Leute eine ganze Zeit lang eine falsche Theorie geglaubt haben. Trotzdem muss man ja sagen, dass diese Theorie sehr, sehr brauchbar ist. Von daher richtig falsch ist sie nicht, aber genau genommen ist sie nicht ganz korrekt. So, das war aber, jetzt bin ich schon in der Gegenwart. Damals war das der Stolz der Naturwissenschaftler, das war sicheres Wissen, da hat keiner daran gezweifelt. Ich weiß noch, es gab 1900 gab es an spätere Physik-Nobelpreisträger den Rat, studiert nicht Physik, da gibt es nichts mehr zu entdecken. Ne? Also die waren sehr für sich eingenommen, was man ja verstehen kann, wenn man so eine geile Theorie hat, dann kann man schon mal richtig stolz darauf sein. Aber eben am Ende doch falsch. Aber was ich eigentlich sagen will ist, Naturgesetze, gibt es Besonderheiten, die brauchen wir gleich noch, deswegen weise ich darauf hin. Gravitationsgesetz habe ich jetzt mal keine Zahlen reingetan, sondern einfach nur mal gesagt, alle Massen ziehen sich an. Das ist ein Naturgesetz. Und was da wichtig ist, es kommt eben keine Zeit und kein Ort darin vor. Das bedeutet, dieses Naturgesetz gilt zu jeder Zeit, also auch in der Zukunft. Und es gilt an jedem Ort. Es ist nicht hier im Raum so und da draußen auch, sondern es ist überall so. In jedem Ort, der überhaupt möglich ist.
Das ist jedenfalls der Anspruch, den das Naturgesetz hat. Da muss ich jetzt mal so fragen, was gilt jetzt für die Erde, oder was auf der Erde ist? Ja, Raum. Überall, wo Raum ist. Überall, also, das heißt, vom Mond würde das auch gerne. Ja, überall, auch 2 Milliarden Lichtjahre entfernt. Okay. So ist der Anspruch. Verstanden, ja. Und das, also, soweit man das mit diesen Radioteleskopen checken kann, ist da auch jetzt noch nichts Gegenteiliges bei rausgekommen. Also der Anspruch ist, so funktioniert Materie immer. Materie, egal wo die ist, weil dass Materie sich zu einem Mond zusammenballt oder zu einer Erde oder zu einer großen Sonne, das ist deine Materie wurscht. Die reagiert immer gleich. Das ist die Idee des Naturgesetzes. Gibt es nicht unterschiedliche Materie? Ja, aber es gibt nur Materie, die sich anzieht. Genau. Ja. Es gibt also jegliche Materie, zieht sich an gegenseitig. Ja. Okay. Egal was. Also das ist halt so. Okay. Genau. Ja. Ja. Ich frage mich, ob es so sinnvoll ist, sagen, die Theorie ist falsch und die Theorie ist richtig. Ich will vielleicht, das ist so ein binäres System, ich würde vielleicht eher sagen, dass das jetzt ein simpleres Modell ist, dass die Realität schlechter gestaltet als das neue Modell. Und ich sag mal, vielleicht ist das immer noch, also ich kenne halt aus der Naturwissenschaft ganz viele Modelle, die halt recht simpel sind, wie das Porsche-Atom-Modell, dass die Realität halt besonders gut beschreibt, aber sehr viel einfacher anzuwenden ist als das mit dem Orbital. Dann würde ich das jetzt nicht sofort verwerfen. Ja, man sagt denn ja eigentlich bei der Gravitationstheorie oder bei der newtonschen Mechanik, das sei halt ein Spezialfall der Relativitätstheorie für kleine Geschwindigkeiten. Und insofern kann man sagen, ob das jetzt falsch ist, ist halt genau genug für viele Zwecke. Das ist halt bei vielen anderen Modellen auch so, wenn die sind genau nur für viele Zwecke und man kann sie verwenden, tut man ja auch zweckmäßigerweise und wendet dann die komplexen Modelle nur dann an, wenn es eben anders nicht mehr geht, wenn die simplen Modelle nicht mehr funktionieren. Ja, also das ist jetzt ein bisschen die Frage, wofür man Wissen haben möchte. Also der Wissenschaftler möchte ja Wissen haben, um des Wissens willen. Er will einfach verstehen, wie das funktioniert. Und für den ist es halt eine Erkenntnis zu sehen, okay, die newtonsche Mechanik wird unter bestimmten Voraussetzungen falsch. Wenn ich wirklich hohe Geschwindigkeiten habe oder Riesenmassen habe, kriege ich einfach Phänomene, die kann ich mit der newtonschen Mechanik nicht beschreiben. Deswegen freut er sich über Einsteins Leistung. Aber für jemanden Raketenphysiker der NASA ist das egal. Der sagt, ja, die tut's für mich. Und insofern würde das stimmen. Das ist eine ausreichend genaue Beschreibung der Welt. Und so. In dem Sinne ist sie auch noch wahr, würde ich auch sagen. Ja, also ich beantworte das. Das ist eine spannende Frage. Ja. Ist die jetzt wahr? Es ist das, was wir im Moment für wahr halten. So, also aber da komme ich noch zu, was Popper dazu gesagt hat, das können wir aufheben, weil das ist ja jetzt schon sozusagen am Ende des Vortrags. Da müssen wir erstmal aufbauen, dass es klar ist. Okay, ja, also der Stolz der Naturwissenschaftler war newtonsche Mechanik. Und dann kommt jetzt wieder ein Philosoph, der sich selbst als Empirist begriffen hat und hat gesagt, Moment mal, also das ist jetzt Poppers Wort, Zerstörung, der hat also über Destroyed Empiricism. Der hat gesagt, liebe Empiristen, ihr seid so stolz auf eure Naturgesetze, aber diese Naturgesetze kommen gar nicht aus der Beobachtung. Aber das ist doch eigentlich gewesen, was ihr wolltet. Das Wissen immer nur aus Beobachtung kommt. Weil, was man beobachten kann, ist, das ist da, dann ist auch das da. Irgendwann eine Masse ist da, dann gibt es immer auch immer diese Anzeichen dazwischen. Oder irgendwie haben wir eine bestimmte Ursache, dann haben wir auch immer diese Wirkung. Das kann man beobachten, ja. Aber dass das notwendigerweise morgen auch noch so ist, das kann man nicht beobachten. Das hat sich bisher so herausgestellt, dass das bisher immer so war. Aber wir können nicht mit logischen Gründen sagen, dass das jetzt morgen auch so sein wird. Diese Annahme, dass es notwendigerweise immer so ist, auch wie Sie gefragt haben, in allen Ecken der Welt, wir haben noch gar nicht in allen Ecken der Welt nachgeschaut. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Loch in der Welt, wo die Naturgesetze nicht gelten. Könnte ja sein. Mit welchem Argument könnte man jetzt, oder mit welcher logischen Notwendigkeit, welchen logischen Zwang könnte man sagen, nee, das geht aber nicht.
wir haben das Gefühl, Naturgesetze, die machen keine Ausnahme. Aber das ist eigentlich so, Hume damals, ist eine irrationale Annahme. Und damit ist der Empirismus eigentlich im Eimer, weil der Empirismus hat den Anspruch, dass alles, was er glaubt, empirisch belegt werden kann. Und das glaubt er, er glaubt eben hier, dass Naturgesetze auch konstant sind und dass die Welt weiter so besteht. Und das ist ein Glaube, der sich nicht rechtfertigen lässt aus der Erfahrung. So, das kann man vielleicht psychologisch verstehen, so wie ich vorhin gesagt habe, man hat diese Regelmäßigkeit beobachtet. Man kommt da nicht drum herum zu fühlen, dass das so sein muss. Aber das ist nur ein Gefühl und das zählt als Argument nicht für den Empiristen. So, das war Hume und das hat Popper sehr beeindruckt. Und ja, weil er wollte natürlich nicht so gerne, dass das irgendwie so eine Religion ist, dass man irgendwie was glaubt, ohne Gründe dafür zu haben. Und deswegen, ja, hat er eben gesagt, da ist irgendwie was faul mit den Naturgesetzen, die kann man nicht so gut begründen. So, jetzt kommen wir nochmal zur Begründung. Das ist jetzt hier Hans Albert, nicht Hans Albers, sondern Hans Albert, ein Philosoph, der in Deutschland Poppers Ideen verbreitet hat. Der lebt auch noch. Und der hat das Münchhausen-Trilemma aufgestellt. Und das ist ein, also Dilemma ist ja zwei Äste und Trilemma sind drei Äste, die ins Verderben führen. Und dieses Trilemma tritt auf, wenn man versucht, eine Begründung, eine logische Begründung für einen Satz zu geben. Da muss ich jetzt mal kurz sagen, was das ist, eine logische Begründung für einen Satz. Das ist nämlich, wenn man einen Satz, den man begründen möchte, logisch ableiten kann aus anderen Sätzen, die vorher schon als bekannt, als wahr bekannt sind. Wenn ich dann eine logische Ableitung machen kann, weiß ich auch, dass dieser Satz, den ich begründen will, auch wahr sein muss. Beispiel, ich möchte den Satz begründen, Sokrates ist sterblich. Dazu brauche ich die Sätze, alle Menschen sind sterblich. Sowas ähnliches im Naturgesetz. Und den Satz, Sokrates ist ein Mensch, sozusagen eine Einzelbeobachtung. Und daraus kann ich logisch ableiten, Sokrates ist sterblich. Und damit ist der Satz begründet. Das Problem ist aber, und da sind wir jetzt bei Alberts Trilemma, ich muss ja die Sätze, die ich als Begründung genommen habe, nämlich alle Menschen sind sterblich, muss ich irgendwie auch begründen. Können wir ja sagen, wieso, sind alle Menschen sterblich? Das ist ja gar nicht so klar. Und dafür brauche ich wieder irgendwelche Sätze oder Beobachtungen. Dass die jetzt sicher sind, das muss ich auch jetzt begründen. Das heißt, ich komme in einen unendlichen Regress, wenn ich versuche, einen Satz zu begründen. Ich brauche immer noch mehr Sätze und immer mehr, das wird immer größer, dieses Ding, was ich da begründen muss. Das haut also nicht hin. Weil ich niemals einen Anfang finde, wo ich einen Satz nehmen kann, eine Wahrheit nehmen kann, die nicht mehr begründungsbedürftig ist. Gibt's nicht. So. Also, dann kommt man eben auf den unendlichen Regress. Man kann auch bei dem Begründungsversuch immer wieder weiter zurückschreiten und noch bessere Begründungen für den Satz, den man eben zur Begründung benutzt hat, wieder einführen. Und dann irgendwann schmuggelt man einen Satz von unten, den man schon als begründungsbedürftig hatte, nochmal oben rein und sagt, das ist deswegen. Dann hat man einen Zirkel. Haut auch nicht hin. Ist auch gemogelt. Daher kommt man da nicht weiter. Oder man sagt eben, das ist das, was am häufigsten passiert. Also Beobachtung ist einfach so. Das muss man einfach glauben jetzt. Dass wir haben das Gefühl, wir haben es angezündet, wir haben Magnet angehalten, das ist Metall. Oder wir sagen, Naturgesetze, die sind einfach ohne Ausnahme. Das soll der Zweifel. Wir hören einfach auf zu zweifeln. Das wäre dann das Dogma. Und dann wäre die Begründung auch abgebrochen. Das ist aber ein willkürlicher Akt natürlich. Und damit ist das nicht klar, ob das irgendwas mit Wahrheit zu tun hat. Weil Willkür hat mit Wahrheit nichts zu tun. Wir brauchen schon irgendeinen Grund. So. Das war also Alberts bisschen witzige Darstellung dieses Schwierigkeit, dass man also wirklich Sätze nicht wirklich letzt begründen kann. Man kommt immer wieder in den Bock. Das klappt halt nicht. So, das würde jetzt vor allen Dingen Naturgesetze betreffen. Ich habe jetzt Newton erzählt, habe das Trilemma aufgeführt. Jetzt gibt es aber auch noch die Frage, was ist mit unseren Erfahrungen, mit unserem Fiesta? Habe ich ja jetzt schon auch gesagt, das wird schwierig. Und da hat Popper auch was zugesagt. Und zwar meint er, auch die Beobachtung ist ein sehr komplexes und fehleranfälliges Produkt. Wenn man sich mal überlegt, was passiert denn eigentlich bei einer Beobachtung? Wenn man, ich fühle an diesem Fiesta dran.
Der fühlt sich kühl an, nicht so warm wie Plastik und irgendwie so fester und schwingender als Plastik, meinte ich. So, das bedeutet ja, eine Wirkung aus der Welt, nämlich von dem Fiesta, geht in meine Hand. Da habe ich irgendwelche Sensoren drin, nämlich Tastempfindungen, und die werden umgewandelt in elektrischen Strom, nämlich in meine Nervenimpulse. Das geht immer so, jede Beobachtung wirkt irgendwie die Welt auf meinen Körper ein und das wird in elektrischen Strom umgewandelt und wandert zu meinem Hirn. Und dort wird ein Erleben konstruiert, so wie das jetzt hier auch ist. Ich erlebe, dass ich in einem Raum sitze, wo Leute sitzen, aber das wird in meinem Kopf ja konstruiert und steht alles aus elektrischem Strom. So. Und das ist ja eigentlich ein sehr wunderlicher Vorgang überhaupt. Und wenn man sich das klar macht, ist klar, dass das natürlich ein Wunder ist, dass das überhaupt so funktioniert. Und dass das nicht wirklich was Verlässliches ist. So. Und dann hat er gesagt, es ist eben auch ein Erkenntnisapparat, der in der Evolution entstanden ist. Affen haben ja auch sowas und Amöben haben auch sowas, reagieren auch auf chemische Reize. Und dieser Erkenntnisapparat, wenn er in der Evolution entstanden ist, muss nur einem Kriterium genügen. Er muss nämlich sich reproduziert haben. Und unsere Erkenntnisapparate haben sich reproduziert, sonst wären wir hier. Aber ob die Wahrheit produzieren, das ist so eine Sache. Weil Wahrheit produzieren und dem Überleben dienen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Das hängt schon zusammen. Wenn mein Erkenntnisapparat nur Müll produziert, im Sinne von Wahrheit, also nur Unsinn produziert, dann werde ich nicht lange überleben. Also ich brauche schon wahrscheinlich einen Erkenntnisapparat, der ziemlich gut ist, um mich über die Welt zu informieren. Aber es ist keine Garantie, weil der Erkenntnisapparat hat auch nur ein pragmatisches Interesse. Das muss gut genug sein. Und im Notfall täusche ich den auch mal ein bisschen. Also wir haben ja in der Mitte von der Retina so einen Sehnerv, da sehen wir nichts. Aber es gibt kein Loch in unserem Bild. Das wird einfach weg intrapoliert. Das Hirn baut sich da einfach was hin, dass da plötzlich auch eine Wand ist, obwohl ich da gar nicht sehe. Also diese ganzen Mechanismen, die sind klar in der Evolution entstanden. Und dann gibt es auch natürlich eine Reifung unseres Erkenntnisapparates in unserem individuellen Leben. Es gibt da so ein gutes Beispiel. Blöder Psychologe hat mal Katzen in einer waagerecht gestreiften, schwarz-weiß gestreiften Umwelt aufwachsen lassen. Und dann hat er sie, als das Hirn ausgereift war, in eine schwarz-weiß gestreifte, senkrechte Umgebung gelassen. Die konnten sich nicht orientieren. Die haben dann den Kopf immer so gehalten, weil die Rezeptoren für senkrechte Kanten nicht ausgebildet waren. Damit kann man sehen, das ist also jetzt bei Katzen natürlich etwas einfacher als bei Menschen, aber die Menschen haben auch solche Kantenrezeptoren. Wenn man die nicht stimuliert, verkümmern die. Also wir haben auch in unserer individuellen Geschichte ein Feintuning unseres Erkenntnisapparates erlebt, der eben auch Fehlermöglichkeiten einbaut. Und all darauf hat Popper hingewiesen, hat gesagt, von daher ist Beobachtung eine, ist so eine Sache. Könnte ja auch sein, der eine Beobachtung erzählt, ist vielleicht betrunken, hat vielleicht eine Wahnstörung, leidet unter Halluzinationen oder so. Also das sind ja auch Dinge, unser Erkenntnisapparat kann ja richtig kaputt gehen. Oder hat eine Nervenstörung, wenn die Myelinscheine abgehen oder so. Dann funktioniert er nicht mehr richtig. So. Ich habe mal eine Frage, dass ich nicht verstanden habe, warum war das mit der Reproduktion als eine Voraussetzung, um Wahrheit zu erkennen. Das habe ich eben verstanden. Ja, die Frage ist ja, wir haben einen Erkenntnisapparat und wir wissen über den Erkenntnisapparat, dass er es geschafft hat, oder dass er zu einem Organismus gehört, der es geschafft hat, zu überleben und sich zu reproduzieren. Ja, aber warum ist das Voraussetzung? Nein, das ist nicht Voraussetzung. Das ist einfach, das wir wissen erstmal. Und jetzt können wir die Frage stellen, was lernen wir daraus? Dass dieser Erkenntnisapparat das Überleben zumindest nicht behindert hat. Okay. Oder vielleicht sogar uns geholfen hat zu überleben. Und um uns zum Überleben zu helfen, muss er uns über die Welt schon irgendwie informieren, würde ich mal denken. Okay. Sonst würden wir nur Mist machen in der Welt. Und das ist nicht so gut. Dann würden andere Erkenntnisapparate, die besser funktionieren, uns überholen. So ist die Überlegung. Das heißt aber, der Erkenntnisapparat liefert nur bis zu einer bestimmten Genauigkeit oder bis für bestimmte Zwecke liefert er uns Informationen über die Welt. Zum Beispiel über Ultraschall kriegen wir keine Informationen, brauchen wir nicht. Radioaktivität brauchen wir nicht. Ne, da müssen wir Geräte verhaben.
Ja, man ist ja nach Wissensvermittlung, also bei der Tierwelt sieht man das ja, also wie was beigebracht bekommt, bestimmte Dinge. Mhm. Also wenn sie das nicht lernen, auch von den erwachsenen Tieren, dann können die manche Dinge einfach. Genau, aber das ist jetzt Kulturweitergabe, ne? Das ist noch wieder was anderes. Mir geht es erstmal nur um die Idee, wenn ich was anfasse, dann weiß ich, das ist hier platt. Das kann man doch nicht beschreiben. Und da kommt eben Popper und sagt, naja, man kann es auch träumen. Also so einfach ist das nicht mit der Beobachtung. Also der treue Popper will da Zweifel sehen. Und das ist auch berechtigt, weil ich habe ja eben jetzt lang und lang weiter erzählt, was alles schiefgehen kann bei dieser Geschichte. Und daher ist halt Beobachtung natürlich ein guter Ratgeber. Natürlich ist man gut beraten, den Fiester zu untersuchen, wenn man die Millionen gewinnen will. Aber es ist eben immer noch Zweifel möglich. Weil wenn man betrunken ist, sollte man es vielleicht nicht machen. Oder so. Ne? Also mir geht es ja nur um den Poppers Argument hier deutlich zu machen. Und er wollte eben alle Sicherheit erschüttern. So, jetzt kommt Poppers Lösung. Wenn wir zum Ende kommen hier. Er sagt nämlich, gibt das Streben nach Sicherheit auf. Nicht nach Wahrheit. Und auch nicht, forscht auch weiter in der Natur rum. Das könnt ihr alles weitermachen. Aber diese Idee, es muss sicher sein. Das ist eigentlich noch ein Relikt, das wäre jetzt mein psychologischer Einsatz wieder. Das ist eigentlich ein Relikt aus der Zeit, wo man mit der Theologie gekämpft hat, darum, dass man nachgucken darf. Weil die Theologen haben gesagt, das ist Gottes Wort, so ist das, wenn du dagegen bist, bringen wir dich um. Also deswegen gab es ein Bedürfnis danach, wir müssen etwas finden, wo wir diese Gewissheit der Theologen erschüttern können. Und wenn wir sagen können, wir haben das nachgeguckt, wir haben das sauber argumentiert, das ist induktiv hergestellt, da gibt es alles nur rationale, wissenschaftliche Prinzipien, da kannst du gar nichts gegen sagen, du darfst uns nicht umbringen. So, ne? Also aus psychologischer Sicht ist dann Bedürfnis nach Sicherheit entstanden. Deswegen war ein Fokus immer wieder in der Wissenschaftstheorie, wie kann man Wissen produzieren, was absolut sicher ist, wo man nichts gegen sagen kann. So. Und das ist aber eigentlich ein Kampf gegen etwas, nämlich die Theologen, die gesagt haben, das ist ja aber wirklich unbezweifelbares Wissen, Gott ist ewig und gut. Und der Popper hat gesagt, lass es doch, wir sind doch eigentlich schon älter geworden, wir sind doch schon nach der Pubertät. Wir können doch einfach Wissen suchen, ohne diesen Kampf. Und dann konzentrieren wir uns nicht darauf, dass das, was wir, um unsere Theorien zu bauen, unbezweifelbar richtig ist, sondern wir bauen einfach unsere Theorien und gucken doch lieber, ob da Fehler drin sind. Konzentrieren uns lieber auf den nächsten Schritt, auch wenn die vielleicht irgendwie ein bisschen wackelig sind und unscharf, aber wir gucken einfach, helfen die uns weiter, bringen die uns weiter und sind da Fehler drin. Und dann muss man sich eher darum konzentrieren, ob man Fehler gemacht hat. So, genau. Also alles nur Vermutung. So, noch ein Beispiel aus der Chemie. Wenn man diesen Standpunkt von Popper einnimmt, dann wird klar, woher eine Theorie kommt, ist gar nicht so wichtig. Der August Kekulé hat nämlich die Bezool-Strukturformel gefunden. Strukturformel ist, wenn man so eine Kette malt und dann so C, dann H dran, sowas. Ne? Und er wusste nämlich schon, dass ein Bezool aus 6 Kohlenstoffatomen besteht und aus 6 Wasserstoffatomen. Und das war aber irgendwie nicht klar, wie baut man die jetzt zusammen? Wie geht das? Und dann hat er geträumt, dass eine Schlange sich in den Schwanz biss, als er da gebrütet hat über dieses Problem. Und dann wacht er auf und sagt, ja klar, Schlange beißt sich doch immer in den Schwanz. Jetzt weiß ich, wie das geht. Das muss ein Ring sein. Und siehe, das war ein Ring. Und es war natürlich jetzt nicht wichtig, dass er auf der nächsten Chemikerkonferenz gesagt hat, ich habe das geträumt, deswegen müssen wir das glauben. Sondern, das ist meine Idee und ich glaube, das funktioniert. Das ist mit den empirischen Ergebnissen, so reagiert das Benzol, so kann man es aufspalten, ist das vereinbar, deswegen ist es auch wirklich der Ring. Hat man natürlich entsprechende Versuche gemacht, ich kenne mich damit nicht aus, aber es war dann ein Ring, deswegen ist es der Benzolring. Aber das ist nochmal extra was mit den Elektronenwolken oben und überall. Ja, diese wechselnden Doppelbindungen und sowas, ne? Das macht halt keinen Sinn für die Theorie. Ja. Gibt, aber ist ja auch, ne? Das, ja. Es geht ins Prinzip, ne? Aber das ist auch Poppers Story. Die haben schon mal. Jetzt immer, also vom einen Kohlenstoff zum anderen ist immer erst eine Einfachbindung, dann eine Doppelbindung, Einfachbindung, Doppelbindung. Wenn man es jetzt
hart hinmalen möchte. Ja. Aber dann ist halt eben rausgekommen, dass es eigentlich immer nur so, dass es in der Wolke darüber schwebt. Und die klappen dann immer so schnell um, dass man im Endeffekt nicht mehr davon ausgehen kann, dass das jetzt eine Doppelbindung und eine Einfachbindung ist, sondern dass das irgendwo dazwischen ist. Und was steht jetzt in der Wolke? Das Elektron. Das Elektron. Ja. Und die Elektron. Genau. Also der Punkt ist natürlich, man muss die Herkunft und wie, also es ist auch eine psychologisch interessante Frage natürlich, wie kommen Forscher auf gute Ideen? Ne? Weil wenn jemand Kreativitätsblockade hat oder sowas, dann kann er vielleicht einen Psychologen fragen, also ich bin da jetzt kein Experte für. Das ist schon ein wichtiges Thema. Wie kriegt man Leute dazu, dass sie echt über die Ecke denken? So, und dann, dass man kreativ ist. Aber es ist eben kein wissenschaftslogisches Thema, weil man kann Kreativität nicht logisch herbeiführen. Das ist was irgendwie Unlogisches. Und deswegen ist es auch nicht so wichtig für den Wissenschaftstheoretiker, erstmal zu sagen, dass die, wo die Idee herkommt, ist jetzt ja vielleicht historisch interessant, aber sagt erstmal nichts über die Idee aus, sondern wir müssen sie jetzt prüfen. Und wenn die dann sich bestätigt und wenn man damit weiterkommt in kleinen Forschungsunternehmungen, dann hat sich diese Idee bewährt. Und seine Methode war dann eben jetzt hier die Falsifikation. Das hat sich auch im Sprachgebrauch sehr durchgesetzt. Früher hat man von Verifikation gesprochen und davon gesprochen, dass die Wissenschaftler etwas bewiesen haben. Das ist eigentlich schon heute sehr viel weniger. Man spricht eigentlich davon, dass man halt eine Hypothese falsifiziert oder dass sich eine Hypothese bewährt. Das ist ein Sprachgebrauch, den Popper angeregt hat. Weil die Idee ist nämlich zu gucken, wir haben eine Vermutung oder eine Theorie, was folgt jetzt daraus? Was kann man daraus folgern, logisch? Und dann gucken wir doch, ob das irgendwo Widerspruch gibt. Und es gibt zwei Arten von Widersprüchen, nämlich einmal Widerspruch zu dem, was ich sonst weiß, oder Widerspruch zu einer Beobachtung, die ich machen kann. Das wären dann die empirischen Falsifikationsversuche. Ja. Und das Schöne an der Falsifikation ist halt, dass Naturgesetze da besonders gefährdet sind, weil bei einem Naturgesetz muss ich einfach nur ein Gegenbeispiel finden. Damit dieses Beispiel von den weißen Schwänen, alle Schwäne sind weiß, ist ja jetzt kein richtiges Naturgesetz, aber das hat man geglaubt lange Zeit und irgendwann hat man in Australien schwarze Schwäne entdeckt. Und der erste schwarze Schwan, der entdeckt wurde, hat natürlich diese alle Aussage ruiniert. Die war dann einfach, das geht nicht mehr. Es gibt eben meistens weiße Schwäne und ein paar schwarze gibt es auch. So. Und das ist eben, wenn man ein Gegenbeispiel findet vom Naturgesetz, dann ist es hinüber, dann muss man es ändern, falls man nicht die Beobachtung erzeugt. Ja, und daraus kann man vielleicht als Allgemeines, das ist jetzt meine letzte Folie, ableiten, dass man am besten vielleicht so eine skeptische Haltung einnimmt. Und das könnte bedeuten, nehmen wir mal an, jemand hat ein Nahtodeserlebnis, habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Das ist also ein Zustand, ein Erlebenszustand, in dem man kommen kann, wenn das Hirn dabei ist zu sterben, der Körper auch dabei ist zu sterben. Und dann gelingt es aber manchmal, dass das Hirn eben doch weiterlebt oder der Körper doch weiterlebt. Und dann berichten die Leute danach, dass sie in einem Himmel waren, der voller Licht und Liebe war, dass man mit anderen Menschen, die bedeutsam in dem Leben waren, zusammentrifft und dass man mit denen per Gedanken kommunizieren kann. Man muss auch nicht sprechen, es ist alles leicht und man schwebt. Und also so wie man sich den Himmel eigentlich schön ausmalt. Sehr schöne Berichte. Und manchmal haben diese Berichte auch den Effekt, dass die Menschen dann ein anderes Leben führen nach diesem Nahtodeserlebnis. Und die spannende Frage ist eben, also viele dieser Menschen, die das erlebt haben, gehen davon aus, dass ihr Erlebnis eine Wahrnehmung war. Also in dem Sinne, dass eine Welt da war, die sie nur wahrgenommen haben. Die nehmen es also wirklich für wahr. Und das kann man verstehen oder finde es auch erstmal gut, wenn sie dann ihr Leben verbessern, aber die spannende Frage ist ja, wie passt das zu dem, was wir sonst über die Welt wissen? Überhaupt nicht, natürlich. Und das ist natürlich, dann wäre jetzt ein Problem, also es wäre jetzt nicht eine empirische Falsifikation, aber es wäre ein Problem, wenn wir sagen, wir wissen etwas über die Welt. Das ist eben nicht sowas wie Geister und Seelen und von Körper losgelöstes Bewusstsein und Gedankenübertragung, das gibt es einfach nicht. Und jetzt haben diese Menschen das aber erlebt. Was macht man da? Und der Skeptiker würde dann eben sagen, ja gut, überlegen wir doch, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dass es vielleicht keine Wahrnehmung war. Und dann kommt man natürlich auf die Idee, dass es eben ein Hirnprodukt war, das eben im Zustand des Sterbens
solche Phänomene produziert. Und da gibt es dann auch Erklärungen dafür, wie haben sich Wissenschaftler überlegt. Und dann kommt man vielleicht in die Lage, dass man sich von diesem Erleben distanzieren kann und sagen kann, okay, ich habe das zwar erlebt, das war auch total beeindruckend, wie so ein Drogenrausch, oder ich weiß auch nicht, kenne mich damit nie aus, aber es war eben nur ein Erlebnis. Und ich muss jetzt meinen Verstand einschalten und überlegen, was bedeutet dieses Erlebnis? Was kann ich damit anfangen? Und aber ich habe ja gerade, wir können in der Wissenschaft alles anfangen. Wir haben ja dieses Erlebnis nicht. Ich kann das ja von außen noch nicht beurteilen. Ja, also man kann ja Experimente machen mit Erlebnissen. Also wenn man Leute im Gehirn repariert, hat man Versuche gemacht, dass man mit einer Elektrode bestimmten Stellen des Gehirns stimuliert, einen kleinen Strom. Und dann gibt es halt zum Beispiel eine bestimmte Stelle, wo die Menschen dann berichten, sie haben mystische Erlebnisse, sie haben spirituelle, göttliche Erlebnisse. So. Oder sie kriegen plötzlich Erinnerungen, an die sie lange nicht gedacht haben. Also man kann schon natürlich da... Ja, gut, wenn auch jemand dieses Nahtoderlebnis hatte, wie kann dann jemand, der dieses Erlebnis nicht hatte, also wenn jemand faktisch zum Beispiel 20 Minuten tot war und wieder da ist, wie kann dann ein Wissenschaftler das dann anschreiben, der kann das auch beurteilen, er hat von außen vielleicht Angst, aber er war nicht da, wo die Antwort da rum. Die Strategie ist ungefähr so, dass ich sage, die Nahtoderlebnisse, die ähneln sich alle sehr. Also die sind viel näher, ähnlicher einander als unsere sonstigen Erlebnisse sich ähneln. Und sie widersprechen in der Regel all dem, was wir sonst noch so über die Welt wissen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Erklärung ist denn jetzt wahrscheinlicher? Dass es diese andere Welt gibt, die diese Menschen im Nahtod erlebt haben, oder dass das einfach eine, ich sag mal, Fehlfunktion eines sterbenden Gehirns ist. Und da würde der Wissenschaftler sagen, naja, ist doch wohl eher wahrscheinlich, dass sich dabei um eine Fehlfunktion eines sterbenden Gehirns handelt. Vielleicht ist es auch eine adaptive Funktion eines sterbenden Gehirns.